Im Teil 1 meines Videos zum Thema Zwangsräumung hast du den gesamten Prozess kennengelernt, wie eine sogenannte Eviction hier in den USA stattfindet. Hier im Teil 2 schauen wir uns den ganzen tragischen Prozess anhand eines Beispielobjektes hier in Philadelphia an. Let's get into it! Der Mieter hat dieses Haus, ein 4-Schlafzimmer-2-Badezimmer-Haus, für sich und seine Familie angemietet. Er hat die erste Monatsmiete, die Kaution und die letzte Monatsmiete als Einmalzahlung überwiesen und das war auch das letzte Mal, als Geld von dem Mieter kam. Ab dem Moment hat er seit Monaten einfach keine Miete mehr bezahlt, hat auf nichts reagiert und die Tür auch nicht mehr aufgemacht. Die Eigentümer, ja, die mussten sich dieses Schauspiel eben gefallen lassen und konnten aufgrund der Nichtzahlung der Miete auch gar nichts mehr machen. Das heißt, ja, gute Miene zum bösen Spiel, mehr geht auch nicht. Was genau dieser Eviction Ban ist und welche Auswirkungen das Ganze auf die Mieter und Vermieter hat, das habe ich dir im Teil 1 dieses Videos beschrieben. Falls du das verpasst hast, schaust dir einfach nochmal an, das verlinke ich dir jetzt hier oben, aber den Link findest du auch in der Beschreibung dieses Videos unten drunter. Aber wie es der Zufall so möchte, eines Tages meldete sich dann dieser Mieter, aka Hausbesetzer, dann bei der Hausverwaltung, nämlich, ja, weil er einen Wasserschaden im Haus hatte und den, nur den hätte er gerne repariert, ne? Klar, Miete will er nicht bezahlen, aber ein Schaden, der irgendwie entsteht, warum auch immer, der soll bitte gleich gefixt werden. Bei näherer Betrachtung stellte sich dann raus, dass der Mieter eine neue Waschmaschine gekauft hat. Die Waschmaschinenanschlüsse und die Trocknerabluft und so weiter und so fort sind alle im Keller des Hauses. Nur dieser Mieter hat eine zu große Waschmaschine gekauft, die nicht durch die Kellertür passte. Und somit hat dieser Stratege die Waschmaschine in der Küche abgestellt, die Zuwasseranschlüsse aus der Küche einfach umgebaut und hat diesen Abpumpschlauch ja, ins Spülbecken gelegt, gehängt. Dieser Schlauch sprang natürlich beim Abpumpen und Schleudern der Waschmaschine aus dem Spülbecken und flutete die ganze untere Etage dieses Hauses. Und genau diesen Schaden wollte der Mieter oder der Hausbesetzer jetzt von der Hausverwaltung behoben haben. Aber auch dieses Beheben gestaltete der Mieter mega kompliziert, indem er einfach mehrmals nicht da war, als die Handwerker da waren, zur Bestandsaufnahme bzw. zu den Reparaturen. Das heißt, da hat er auch nicht dazu beigetragen. Der Mieter hat keine Miete bezahlt, war ein Querulant und wollte eigentlich auch nicht aus dem Haus. Unter normalen Umständen konnte man hier auch nichts machen. Da er aber nun die Struktur des Hauses gefährdet, weil der Wasserschaden da war und nicht behoben werden konnte, da musste natürlich gehandelt werden und da ging die Eviction auch los, trotz Eviction Ban. Also die Zwangsräumung wurde eingeleitet. Der gesamte Prozess bis zur Eviction, der verzögerte sich natürlich, aber diesmal nicht durch den Mieter, sondern durch die Gerichte, die gerade ein bisschen langsamer arbeiten. Dann war das Sheriffbüro überfordert, beziehungsweise die mussten auch erst wieder in Trott kommen. Aber letzten Endes stand ein Urteil rechtskräftig gegen den Mieter. Der hatte die ganze Kommunikation mit Fristen, allem drum und dran, nur vom Gericht bekommen und wusste natürlich Bescheid. Also er wusste, dass geräumt wird, er hatte den Räumungstermin, er hat es aber nicht für voll genommen. Und dann kam der Tag der Räumung. Am Tag der Räumung klopfte der Sheriff mit Schutzweste und natürlich auch bewaffnet an der Tür. Und seine Aufgabe war, alle Leute, die sich im Haus befinden, vor die Tür zu begleiten. Das Haus dem Hausverwalter bzw. den Eigentümern wiederzugeben und eben den Mietern die Möglichkeit zu geben, alles, was sie gerade tragen können, dürfen sie mitnehmen. Alles andere verbleibt, wie es ist im Haus. Also Möbel, alles andere bleibt im Haus. Nur das, was sie gerade tragen können, das dürfen sie schnell mitnehmen. Mehr nicht. Boah, krass, dass der da mit Weste und Waffe reingeht. Aber das muss der ja nicht so häufig machen, oder? Naja, schon. Das ist ein harter Job. Also im Gespräch mit diesem Sheriff kam eben raus, dass sie pro Räumung 1 bis 1,5 Stunden einplanen. Und dass er und seine Kollegen jeder jeweils 30 solche Räumungen pro Woche durchziehen müssen. Da braucht man echt ein Nervenkostüm. Der Mieter war trotz aller Warnungen und Schreiben vom Gericht scheinbar wirklich überrascht und gar nicht vorbereitet, dass er jetzt hier ausziehen muss. Er zog den Zettel aus der Tasche und sagte, hier der Eviction Ban, ich kann gar nicht geräumt werden. Also er wusste genau, was er da tut. Er hat versucht, das System auszuspielen, aber in dem Fall schoss das System zurück. Moment mal, das Urteil war doch aber wegen der Waschmaschine und dem Wasserschaden. Was heißt das jetzt für den Hausbesetzer? Naja, ganz klar. Packen. Er verließ mit seiner Frau das Haus. Aber dann stellte sich raus, dass in den anderen 3 Schlafzimmern andere Leute waren, die keiner kannte. Die auf keinem Mietvertrag standen. Illegale Bewohner sozusagen. Der eigentliche Mieter, also dieser Hausbesetzer, hatte alle Schlafzimmer
untervermietet. Illegal untervermietet und von diesen Leuten Miete kassiert, die er an den eigentlichen Hauseigentümer nie abgeführt hat. Und natürlich wurden auch diese Leute aufgefordert, das Haus zu verlassen, und hier wird's tragisch. Denn in einem Zimmer war eine hochschwangere junge Mutti mit einem Kleinkind. Die wusste von nichts, die ist aus dem Schlaf gerissen worden und hatte jetzt wenige Minuten Zeit, ihre Sachen zu packen, die sie notwendig erachtet, ihr Kind zu nehmen und zu gehen. Wohin? Nicht das Problem vom Sheriff und eigentlich auch nicht das Problem vom Hauseigentümer. Derjenige, der ihr die Wohnung vermietet hat, also dieses Zimmer vermietet hat, der war schon weg, der war gar nicht mehr da. Mit seiner Frau, die waren sehr schnell weggefahren. Unglaublich. Wie sich im Gespräch vor der Tür herausstellte, haben die anderen Bewohner ihre Miete regelmäßig an diesen Hausbesetzer bezahlt. Die junge Mutti konnte das sogar unter Tränen anhand ihrer App belegen, dass die Zahlungen bei ihm eingingen. Der Kerl hat alle Mieten einkassiert, nicht bezahlt und darauf gewettet, dass ihm nichts passiert? Ja, leider. Den anderen Bewohnern, ja, den konnten wir in dem Moment ja eben auch nicht helfen. Also die standen auf der Straße, ihre Sachen waren im Haus, aber der Sheriff hatte die Aufgabe, die zu räumen. Das war notwendig und das hat er auch gemacht. Knallhart. So, was ist hier passiert? Also gerade eben war der Sheriff da und hat die Mieter, oder nicht Mieter, die Squatter, also sozusagen die Hausbesetzer hier, rausgeworfen. Hier ist jetzt eben leider noch alles in dem Haus drin. Und was die Sache wirklich traurig macht, da waren noch kleine Kinder involviert. So, die eigentlichen Mieter, die waren gar nicht mehr da. Aber hier in dem Zimmer, hier hat noch eine Mutter, hochschwanger, mit einem Kleinkind gewohnt. Und diese Mutter hat, und die Leute, die das Haus gemietet haben, ihre Miete bezahlt. Nur leider haben die Leute, die das Haus gemietet haben, nie die Miete weiterbezahlt. Das heißt, die hat ja einfach schwarz gewohnt, schwarz untervermietet. Und wurde leider heute völlig überraschend vom Sheriff geweckt und rausgeschmissen. Und die eigentlichen Mieter waren gar nicht mehr da. Sehr traurige Geschichte. So. In der Küche. Warte. Überall Essen, Müllsäcke, also das ist, als hätten sie nichts gewusst, obwohl die schon seit Wochen darüber informiert wurden, dass sie ihre Miete nicht mehr zahlen und dass sie rausgeworfen werden. Das ganze Essen muss noch weg hier. Das geht alles gar nicht. Und hier waren schon Mäuse bzw. jede Menge Müll. Das erste, was man jetzt hier machen muss, ist die Schlösser austauschen. Wie vorne, boah, hier stinkt so. Ich habe echt eine Maske und natürlich Handschuhe. Wie geht's weiter? Alle Bewohner hatten das Haus zu verlassen und alle Schlösser wurden auf einen Schlag ausgetauscht. Das heißt, alle Sicherheitsschlösser, alle Deadbolts sozusagen, alles komplett ausgetauscht, neue Schlösser, alles verstärkt, weil, ja, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass da jemand versucht einzubrechen. Die Sachen verbleiben jetzt erstmal im Haus. Der eigentliche Mieter, also der Hausbesetzer, der hat jetzt die Möglichkeit, sich innerhalb von 10 Tagen an die Hausverwaltung zu wenden und innerhalb dieser Zeit einen Termin auszumachen, einen einzigen Termin, in dem er alle Sachen aus diesem Haus rausräumen muss. Und damit ist die Sache rechtlich für die Eigentümer und die Hausverwaltung abgeschlossen. Für die ist das dann normales Business, das Haus geht wieder an den Markt. Was die illegalen Untermieter mit dem Hausbesetzer direkt vereinbaren, das ist unter denen. Wenn die keine rechtlichen Schritte einleiten, dann kommt der Kerl natürlich ungestraft davon. Da kann keiner was machen, außer diejenigen, die betroffen sind. Dieser Fall ist ein krasses Beispiel, wie einige Leute derzeit versuchen, das System auszuspielen und für ihren Vorteil zu nutzen, ohne Rücksicht auf leidtragende andere, wie in diesem Fall die junge Familie. Eine Zwangsräumung bringt eigentlich keinem was und es ist ein Ende mit Schrecken, wie du in diesem wilden Beispiel hier gesehen hast.
Bevor eine Zwangsräumung stattfindet, muss wirklich eine Menge schiefgelaufen sein. Aber in diesem Fall hast du gesehen, es ist eine Menge schiefgelaufen und der Kerl hat es drauf ankommen lassen und eigentlich auch mutwillig herbeigeführt. Das ist eine ziemlich krass emotionale Story, ich weiß. Zum Glück sind die anderen Themen rund um das Investorendasein hier in den USA selten so emotional. Wenn dir das Video und die Themen trotzdem irgendwie gefallen haben, lass mir auf jeden Fall ein Like da. Abonniere meinen Kanal, dann gibt es auf jeden Fall auch neue Videos und weniger emotionale Videos wie sowas. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.